Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zu Let's Play Super Mario Brothers Wonder. Guys, ich hab's probiert. Entweder ist die Capture Card oder irgendein Anschluss kaputt. Don't ask me, please. What is kaputt now? I have no idea. Aber ist ja im Prinzip auch egal. Hauptsache, wir haben eine einigermaßen gute Qualität. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal. SK Detect, neues Spiel. Ja, rein da. Wie viele Spieler gibt es? Erstmal eins. Zufall, nein. Als erstes ganz klassisch Mario. Guys, ich hab mega Bock. Ich freue mich mega dolle. Die Qualität ist auch okay, I guess. Ach so, jetzt kann ich laufen. Hallo. Ja, bin ich dabei. Hallo Luigi, mein Freund. Hallo Luigi. Wie aufregend, ja, du sagst. Guys, ich hab Bock. Ich glaube, ich sollte den Sound noch ein bisschen leiser machen. So, jetzt Super Mario Bros. Wonder. Ja, Rinder. Ich hoffe so, dass wir das hinkriegen. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da auch helfen. Auf meinem zweiten Monitor wird das Bild der Switch angezeigt. In OBS auf meinem Mac steht Elgato Capture Card No Signal. Ich frage mich, was da passiert ist. Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da irgendeine Idee habt. Ich hätte das so gerne jetzt mit Capture Card aufgenommen, aber die Technik. Ey, es regt mich so auf, ne? Aber das ist jetzt hier zweitrangig. Wir genießen jetzt erstmal Mario Bros. Wonder. Und ich muss sagen, so schlecht. Also zumindest auf meinem Bildschirm hier. So schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. Okay, Bowser ist jetzt ein... Jetzt konzentrieren wir uns aber mal auf die Story, hier auf das Wesentliche. Hallo, du bist ein Schloss. Och, du Kack. Es gab ja eine kleine Sache von Nintendo, mit der hat niemand gerechnet. Und zwar die Sperrung von fast allen Mario Bros. Wonder Videos. Auf YouTube vor dem 20. Mittlerweile sind wieder alle da, glaube ich. Also alle, die weg waren, sind jetzt wieder da. Die ich gemerkt habe, die weg waren. So. Hilfe. Ja, dich befreien wir gleich. Da brauchst gar keine Sorge haben. Kriegen wir schon hin. Wieso ist es jetzt unscharf? Jetzt sagt er. War das nicht diese fiese Bowser? Unfassbar, dass dieser Kerl auf diese schlimme Art mit unserem schönen Blumenschloss verschmolzen ist. Falls ich aufhören soll vorzulesen, schreibt es in die Kommentare. Ich lese jetzt einfach mal vor, so ganz klassisch Let's Play und so. Ne? Ich denke, ihr wisst Bescheid. Und das Mikrofon, was ich mir gekauft habe, funktioniert übrigens auch nicht. So, komme ich gerne mit und... Oh, hier ist Servus. Ich werde das Spiel erstmal alleine durchspielen und dann vielleicht, wenn ich Miplay überzeugen kann, ein Koop-Let's Play mit Miplay machen. Jetzt machen wir aber erstmal Welt 1 Röhrenfelsenwiese. Willkommen im Blumenkönigreich. Oh mein Gott, ich bin hyped. Let's go. Wir haben 5 Leben. Ich habe schon auf YouTube Shorts ein Skip, ein unendlich Leben. Gibt's 3? Ich weiß nicht, ob es 3 schon gibt. Guys, seit 11 Jahren warten wir auf diesen Moment. Es ist unglaublich. Hallo. Was für ein schöner Tag. Da hast du recht. Oh, ein verstecktes One-Up. Das hat man nicht mal am Tinder gefunden. So, und jetzt muss ich hier... Ah, Y. Okay.
Und jetzt muss ich... Ah, ich kann geduckt laufen, wie geil. Das sieht so... Das ist halt Benjamin Blümchen einfach. Sag mal, hackt's noch? Hol ich mal noch ein. Wow, wie sau. Woohoo. Jetzt habe ich Wasser hier. Ah, lol. Es wird wild. Ich habe das im Gefühl. Und das sind anscheinend die drei Starcoins. Die ersetzen jetzt Starcoins. Checkpoints gibt es natürlich auch. Hallo. Echo, ja, servus. Hier ist nochmal ein Benjamin-Blümchen fürs Inventar. Inventar gibt es auch. Ich glaube, das ist einer der... Ich wollte gerade Wasser auffüllen. Und die Wunderblume. Ich glaube, das soll so den Art Stempel darstellen, den es ja in 3D World gibt, nur halt in etwas sehr viel anders. Okay, hier ist nichts. Okay. Guys, es wird wild. Es wird wild. Ich werde das Ganze möglichst zu 100% spielen. Aber das... Sehen wir mal, ob ich das kann. So. Hallo Röhre, was geht? So, die nehme ich mit. Oh, da ist die dritte Starcoin. Ich nenne die, ich kann nicht anders als die Starcoin zu nennen, es tut mir leid. Okay, du hast schon. Oha! Die Animation habe ich noch gar nicht gesehen. Aber auch diese Röhrenanimationen, ey, die sind so schön. Hier gibt es ein paar Münzen. Ey, auch dieser Sound. Eieiei, es wird geil. Ich hab das. Sollen. Wundersamen erhalten. Tschüssi, ja, war's das schon? Ah, ja, das war das erste. Und natürlich die Flagpole ganz oben erreicht. Und ich glaube immer noch, dass das der Joy-Con-Switch-Sound ist. Die Folgen werden immer so 20, 25 Minuten gehen. Nicht zu lang und nicht zu kurz. Stell dich bitte scharf. Vielen Dank. Sammeln wir doch noch mehr. Ja, sammeln wir mehr, auf jeden Fall. Piranha-Pflanzenparade. Ich bin jetzt einfach direkt ins... nächste Level. Jetzt läuft hier so eine Piranha. Ach, damit kann man die killen. Okay. Hier gibt's Feuerblumen. Okay. Ja, Y, das weiß ich. Vielen Dank. Oh mein Gott, fast hätte die mich gekillt. Ey, ich wäre so durch die Decke. Jetzt gib mir diese... Danke. Hier geht's nicht rein, ne? Nein, Dusch! Habe ich nicht nie gesagt. So. Diese Piranha-Pflanze, die wird mir noch so auf den Geist gehen, das sage ich euch. Diese rote Röhre sieht sehr interessant aus. So, hier gibt's noch eine Röhre. Ich finde es geil, dass man auch spinnen kann. Das gab's ja in früheren Teilen nicht. Jetzt sind wir hier im Hintergrund. Und hier gibt es Münzen für uns. Ja, geil. Ja. Und die erste Starcoin wird natürlich mitgenommen. Ey, ich hoffe so sehr, dass ich die Capture Card gefixt bekomme. Das wär's ja jetzt. Ich gebe fast 300 Euro für eine Capture Card aus und dann kann ich sie nicht benutzen. Ach ja, und hier gibt's Cash oder wie? Aber nicht viel. Und noch eine Feuerblume. Ich behalte aber ehrlich gesagt lieber den Elefanten. Und hier ist die Wonderflower. Was geht jetzt ab? Was zum Teufel? Was zum
Teufel. Was zum Teufel? Scheiße. Mhm. Okay. Da war die Feuerblume, die nehmen wir jetzt noch mit. Deswegen habe ich sie nicht ins Inventar. Wie schlau ich bin. Ja, aber Dreisprung gibt's nicht. Schönes zweites Level. Ich bin immer noch so geflasht. Ich kann es immer noch nicht so wirklich haben. Bye bye. Piranha-Pflanzenparade. Schönes Level. Sehr nice. Gefällt mir gut. Ach so, okay, gut. Ich dachte schon kurz, ich habe einen wundersamen verpasst. Okay, nichts wie hinterher ist unser nächstes Level. Ich glaube, das ist auch das Level mit dem One-Up-Glitch. Werden wir mal sehen, ob wir den hinbekommen. Als erstes nehme ich mir hier den raus. Ach so, das kommt irgendwie. Dann nehme ich hier noch einen Elefanten ins Inventar. So mögen wir es gerne. Okay, der wurde schon mal am geilsten finde ich, dass man jetzt ZL für eine Stampfattacke drücken kann. Das gab es im Mario Maker nicht, das finde ich sehr gut. Du. Okay. Hier ist zum Glück noch einer. Hier geht's auch nicht rein. Oh, aber die gibt uns Cash. Ja, geil. Gotcha. Muss aber noch zurück, hier gab es nämlich noch Münzen. So, jetzt. So, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass ich den One-Up-Glitch hinbekommen werde. Nein, den werde ich nicht. Naja, fast. Und man macht es eigentlich mit dem Abzeichen, deswegen finde ich das ganz schön gut, meine Leistung. So. Habe immerhin ein Toll hinbekommen. Das finde ich großartig. Finde ich wundervoll. Wie viel. Was ich verwirrend finde, die Starcoins werden nicht mehr angezeigt. Hier muss man jetzt immer gucken. Okay, eine fehlt mir noch. Ja, servus, hab dich gefunden. Habe ich dich überrascht? Nee, hast du eigentlich ehrlich gesagt nicht. Okay, da ist die dritte Starcoin. Ich frage mich immer noch, wo der Wundersamen ist. Nein, du sollst. Ach, egal. Ich wollte so jonglieren, aber dann halt nicht. Dusch! Mhm. Jetzt gib die. Danke. Wow, ja, krass, ne? Krass, wie gut ich bin, ne? Oh mein Gott, ich glaube, in der letzten Sekunde habe ich den bekommen. Okay, sehr geil. Ey. Oh mein Gott, ich habe es doch geschafft.
Ey, ich bin so ausgerastet. Ich war so ausgerastet. Ey, es regt mich so auf. Es ist so, ich bin gleichzeitig so und geil. Weil es wäre schön, wenn die Capture Card funktionieren würde. Sagen wir es mal so, es wäre schön. Es wäre kein Muss, es wäre nur schön. Und deswegen hoffe ich, dass ich das bis zum... Ich nehme jetzt zwei Parts auf, weil morgen habe ich keine Zeit zum Aufnehmen. Und es wäre relativ schön, wenn wir das dann hinbekommen würden. Die Capture Card. Also, ich hoffe, dass ich das bis Part 5, 4 gefixt bekommen habe. Okay. Hier werden ein paar Sachen für Piranjat. Spitzenklasse! Mein Papa ist jetzt ein Schluss. Er hat jetzt so viel Macht, dass ihn niemand noch aufhalten kann. Vielleicht sollte ich auch immer so sprechen als Barusat Junior. Aber ich glaube, das würde euch ein bisschen nerven, deswegen lasse ich das mal. So, hier braucht man 3 Wundersamen. Das ist ja wunderbar. Der war gut. Nein, der war nicht gut. Wir haben 6. Das ist auch wie in 3D World. Die haben ziemlich viel, die haben sich ziemlich stark von 3D World inspirieren lassen, habe ich das Gefühl. Jetzt kommt Abzeichenhaus. Den Rest habe ich nicht gelesen. Bisher alles in Ordnung. Hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Oh, Abzeichen. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollen sie oft nutzen, habe ich gehört. Also, Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Jemand von deinem prinzlichen Geblüt, genau, weiß sicher, etwas damit anzufangen. Geht ihm jetzt nicht so. Toll, ich wollte ja schon immer eins haben. Vielen Dank. Mit diesem Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Na, sehen wir dann. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin ja so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Du solltest es vielleicht von deinem Kopf runternehmen. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Jetzt kriege ich es doch. Hier drüben, ich komme. Jetzt kommt die Prüfung. Abzeichen, Übungsplatz. Oh, ich habe das Gefühl, ich war ein bisschen zu... Ich will natürlich alle Münzen haben, deswegen. Ah ja. Okay. Sehen wir dann. Bis später. Ja, ciao. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Nicht wichtig. So, jetzt kommt noch eine Cutscene. Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Ich habe mir jetzt eine Stimme für Prinz Florian ausgedacht. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Also, wohin gehen wir zuerst? Wenn du dir die Karte ansehen möchtest, drücke einfach L. Okay. Ein Galopteros hält gar nichts aus oder Rolf. Ich mache erst nochmal das mit Einstellenschwierigkeit. Abzeichen wählen, ja, das nehmen wir doch direkt da. Warte. Hallo. Oh, hier gibt es eine Feuerblume. Ich will jetzt immer Spinnen drücken, aber das geht jetzt gar nicht. Hier wird welche Taste drücke ich denn dann? Spinnen. Spinnen ist dann nicht mehr, oder wie? Na, ah, von mir aus. Yo, der hat es einfach wegkatapultiert. Okay. Okay, der Baum wackelt. Das finde ich sehr interessant. So, jetzt kommt hier jemand durch.
Hallo, komm doch mal hier so. Eins und zwei. So, das läuft doch schon ganz gut. Ich will immer spinnen. Aber gut, dann halt nicht. Kann man den? Genau, gut. Und hier kommen ganz viele Münzen. Und hier rein? Nee. Jo, hier kommen noch Münzen. Papa muss langweilig, das glaube ich nicht. Okay, unser erstes Minigame, I guess. Wow! Ja, ich finde das auch wow. Findet ihr das auch wow? So, aber jetzt, ey. Kann man das wiederholen? Sag mir bitte, dass man das wiederholen kann. Ich möchte das gerne wiederholen. Ich möchte hier das wiederholen. Man kann es nicht wiederholen. Ey, die wollen einen doch komplett hops nehmen. Kann man auch nicht rein. Okay, das ist das erste Level, was wir zweimal spielen müssen. Ja, ho, ho, ho. Noch eine Feuerblume, die brauche ich erstmal nicht. Oh, aber hier ist der Wundersamen. Den nehmen wir mit. Ey, ich bin der dümmste Spieler der Welt. Und jetzt hat er sich gekillt. Ist die Feuerblumenmutter. Das wäre toll. Ist sie natürlich nicht. Kommt hier kein Galopptaus mehr? Ey, ich bin ja der dümmste der Welt. Ich habe zwei Secrets verpasst. Nein! Er dreht mit. Uff, jetzt geht's hier aber los. Schön. Okay, ich hole jetzt mal besser meinen Anzug raus, sonst haben wir ein Problem. Okay, und I guess hier müssen wir den Kollegen holen. Nice, die Goldflagge haben wir schon mal. Trotzdem müssen wir zwei Secrets nachholen. Aber ich glaube, wenn wir das gemacht haben, dann haben wir es auch. Ich mach mal kurz einen Cut. So, Guys, da wären wir wieder. Let's go. Hoffentlich, ich glaube, ich bin auch der Erste, der hier verkackt hat. Und ich verkacke direkt wieder. Gut, dann nutzen wir die Chance, um hier den, Broski freizuschalten. Ja, super. Nehmen wir immerhin das mal mit. Ich bin schneller als du. Ach du Scheiße, die folgen mir jetzt. Tut mir leid, falls es unscharf ist. Jetzt habe ich kurz Zeit, das zu justieren. Okay, hier wieder drauf. Und Zaka Bingo. Sehr gut. Das lief gut. Ganz schön wild, wie ja. Wunderbar. What the fuck, wie lang ist die? Jo, läuft. Ich glaube, das sind die Secret Exits. I guess. So, wir spielen das Level nochmal für den zweiten Wundersamen. Und wir probieren uns nochmal an der dritten Stage. So, da wären wir wieder. Probieren wir es ein drittes Mal. Und im Prinzip muss ich die Wolken ja auch nicht killen. Ich lasse die Wolken jetzt einfach mal Wolken sein. Es war sogar die zweite Starcoin. Und dann.
So, dann runnen wir hier noch kurz durch. Hier kann man sich auch so hochboosten. Das ist auch ganz geil. So. Ey, du regst mich so auf. Kann man hier noch? Muss man noch irgendwo hier? Muss man noch Goldblume holen. Dankeschön. Goldblume, wahrscheinlich eine Goldblume. Nee, eine Feuerblume wird mir auch reichen. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Ey, die wollen mich doch verarschen. Okay, jetzt nehme ich mir den normalen mit. Ey, es ist doch echt unglaublich, wie dumm ich bin. So, wir probieren es auf ein neues. Halleluja. Meine Güte, ey. We did it. Halleluja. Hat ja auch nur 10 Minuten gedauert, gefühlt. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch kurz den Shop an und dann war es das für heute. Was gibt's denn hier? Belohnungsmünze. Erhalte für das Besiegen von Gegnern zusätzliche Münzen. Ja, Rinder. Kaufen. Wundersamen. Ein geheimnisvoller Samen, der über eine seltsame Kraft verfügt. Diese Samen bedeuten den Poplins sehr viel. Hol den auch mit. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Nee, erstmal nicht, danke. Einige wundersame. Gehen wir doch mal zu der gewohnten Stelle. Nein, gehen wir nicht. Das war's nämlich für heute, meine lieben Freunde. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich nehme mir noch eine Folge, ich brauche gar nicht speichern. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Super Mario Bros. Wanda. Bis zum nächsten Mal. Ciao.